Hi, Moritz hier von Selbstbewusstsein stärken und in diesem Video will ich dir ein paar Tipps geben, wie du damit anfängst, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten und dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Oft kriege ich E-Mails von Leuten, die mir die Frage stellen, wie werde ich selbstbewusster, wie fange ich denn erstmal an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten? Und meine Antwort bzw. meine Frage, die ich dann zurückschreibe, ist immer, wo genau willst du denn selbstbewusster werden? In welcher Situation genau willst du selbstbewusster werden? Denn erst wenn du eine konkrete Situation hast in deinem Kopf, auf die du dich vorbereiten willst, in der du selbstbewusster werden willst, dann kannst du gezielt darauf hinarbeiten. Also nur zu sagen, ich wäre gern selbstbewusster, ist gleich wie wenn du sagst, ich will gern erfolgreich sein. Also diese Fragestellung an sich ist so schwammig, dass sie dich mehr verwirrt, als dass sie dich zum Ziel hinführt. Denn dann wirst du hier ein bisschen anfangen auszuprobieren, die Übung machen, die Technik, dann wirst du wieder bei Google das suchen, dir das Video anschauen. Du verwirrst dich selber komplett damit, anstatt dich auf eine Sache erstmal zu konzentrieren und die dann voll durchzuziehen. Denn wenn du eine Sache hast, an der du arbeiten willst, wenn du eine konkrete Situation in deinem Kopf hast, an der du arbeiten willst, wo du selbstsicherer werden willst, dann kannst du viel gezielter damit arbeiten. Plus, dieses Selbstbewusstsein, das du in dieser Situation entwickelst, wenn du es richtig ausforschst und dich richtig damit beschäftigst, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstsicherheit, die du da entwickelst, überträgt sich dann auch auf andere Bereiche. Okay, es macht viel mehr Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren, als auf 100 und dann immer nur ein kleines bisschen. Also, das ist Schritt Nummer 1. Mach dir klar, in welcher Situation willst du selbstbewusster werden. Dann Schritt 2, mach dir einen Plan. Also überleg dir, wie kommst du von da, wo du jetzt bist, dahin, wo du hin willst. Wenn du selbstbewusster vor anderen Leuten reden willst, dann sehen die Schritte natürlich so aus, dass du am Anfang dir erstmal Informationen holst über Ansprechangst, was du dagegen tun kannst. In Schritt 2 gehst du das ganze Material durch, schaust dir an, was hört sich da gut an für dich, was kannst du übernehmen, was kannst du verwenden. In Schritt 3 dann fängst du an, vor anderen Leuten zu reden. Vor kleineren Gruppen, vielleicht erstmal im Freundeskreis, versuchst du dich mehr einzubringen, eine Rede zu halten. In der Familie, zu Hause oder mit dem Ehepartner ergreifst du mal öfters Wort oder versuchst eine Standgreifrede zu halten. Und dann kannst du natürlich auch versuchen, vor anderen Leuten so richtig das zu trainieren. Es gibt auch Clubs dazu, Toastmasters heißt das in Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch. Einfach mal rumschauen und dann kannst du das Schritt für Schritt trainieren. Also Punkt 1, werde dir klar, was genau willst du eigentlich, in welcher Situation genau willst du selbstbewusster auftreten. Punkt 2, mach dir einen Plan, leg einzelne Schritte fest, die du machen kannst, um an dein Ziel zu kommen. Wichtig dabei, mach kleine Schritte, mach Minischritte. Ja? Die meisten Leute wollen von hier gleich ins Ziel springen. Die würden gleich am liebsten über Nacht ihr altes Selbst liegen lassen und in diesen neuen Superstar-Modus eintreten. So funktioniert das aber leider nicht. Du musst kleine Schritte machen. Und kleine Schritte deshalb, weil du dadurch erstmal die Sache überschaubar machst für dich, Punkt 1. Und Punkt 2, du wirst viel schneller Erfolgserlebnisse haben. Also, wenn du gleich damit anfängst, vor 400 Leuten Reden zu halten und das davor noch nie gemacht hast, dann wird das nicht unbedingt so einfach sein. Wenn du aber anfängst, erstmal vor deinen Freunden eine Rede zu halten, vor deinen Bekannten, wo du dich sicher fühlst, in einem kleinen Kreis von Menschen, die du kennst, dann wirst du dadurch sehr schnell Erfolgserlebnisse haben, wirst dich dadurch gut fühlen, bestärkt fühlen und dadurch die nächste kleine Sache anpacken. Also, kleine Schritte machen und kontinuierlich dranbleiben bis zum Ziel. Punkt 2, mach dir einen Plan. Und Schritt 3 ist dann natürlich, leg los. Ja, die besten Pläne, die ausgeklügelsten Pläne und Ideen bringen dir nichts, wenn du sie nicht auch in die Tat umsetzt. Und das ist hier im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oft der Fall. Die Leute lesen viel,
viel zu viel und setzen dann wenig bis gar nichts um. Naja, und dann bringt dir das ganze Wissen, das du hast, relativ wenig. Denn Veränderung findet nur dann statt, wenn du natürlich die Theorie gelesen hast, aber diese dann auch für dich umsetzt. Denn Theorie ist immer eine Sache und die ist immer subjektiv von einer Person beschrieben, wie sie für sie funktioniert hat. Du musst jetzt aber diese Sache nehmen, auf deine Situation übertragen, schauen, wie geht es dir damit, wie funktioniert das für dich und dann so adaptieren, dass die Dinge für dich sich gut anfühlen und dass sie für dich funktionieren. Also dritter Schritt ist in Aktion kommen. Du hast dir deinen Plan gemacht, fang an. Schritt Nummer 3. Wenn du jetzt merkst, dass es dir schwerfällt, diese Schritte zu machen, dann hast du diese Schritte einfach ein bisschen zu groß gewählt. Ja? Dann hättest du oder kannst jetzt die Schritte nochmal kleiner machen und wirklich einen kleinen Minischritt nach dem anderen hin zu deinem Ziel gehen. Es ist viel besser, 10 kleine Schritte zu haben oder 20 kleine Schritte zu haben, als 2 große, die du nie anpackst, weil sie zu groß sind für dich. Okay? Wie gesagt, Punkt Nummer 1, finde heraus, in welcher Situation genau willst du selbstbewusster werden. Punkt 2, mach dir einen Plan, wie komme ich dahin. Punkt 3, leg los. Und wie gesagt, wenn dich die Schritte ein bisschen zurückhalten, dann mach sie kleiner. Es ist überhaupt kein Problem, Mini-Schritte zu gehen und das dafür kontinuierlich und jeden Tag. Und dadurch wirst du natürlich schnell Erfolgserlebnisse haben. Es wird dir Spaß machen, du wirst Lust darauf haben, den nächsten kleinen Schritt anzupacken. Und diese ganze Sache Persönlichkeitsentwicklung, dein Selbstbewusstsein zu stärken, wird dir Spaß machen. Denn das hier soll kein, ich muss hier was machen und das soll kein Kampf sein, sondern es muss dir Spaß machen. Du sollst aufstehen und dir überlegen und dir denken, ja, heute mache ich diese kleine Rede vor diesen 3 Leuten, das ist ein kleiner Schritt, der fordert mich ein bisschen heraus, aber ich habe Spaß dran, es erfreut mich, ich weiß, dass ich mich heute weiterentwickle und das sollte das Ziel sein. Es soll dir Spaß machen und wenn es dir Spaß macht, dann geht auch alles sehr, sehr viel einfacher von der Hand. Das waren die kleinen 3 Tipps, wie du am besten anfängst, dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Auf meiner Seite findest du auch für viele unterschiedliche Situationen spezielle Übungen und Techniken, die du anwenden kannst. Und wenn du noch nicht in meinem Newsletter bist, dann ganz schnell rüber auf meine Seite selbstbewusstsein-stärken mit ae.net und trag dich da ein. Alles klar, ich wünsche dir was, hab einen ganz super schönen Tag mit viel Sonne und Selbstbewusstsein. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Moritz. Ciao.